Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer allwöchentlichen Sendung ein Gespräch mit einem interessanten Menschen. Heute zu Gast bei mir, aber natürlich auch dank der neuesten Übertragungstechnik. Auch bei Ihnen zu Hause kein geringerer als Jerzy Grotowski selbst. Guten Abend. Guten Abend. Herr Grotowski, bevor wir zu Ihrer mit Sicherheit einer interessanten Person kommen, sagen Sie uns bitte, wo sind wir und was sehen wir im Hintergrund? Wir sind in Berlin. Wir sitzen vor einem Theater. Das ist die Volksbühne, ein Begriff eines reichen Theaters. Ja, reiches oder armes Theater. Dazu kommen wir noch etwas später, denn vor Ihrer großartigen Theatertheorie kam natürlich die Theaterpraxis. Ja, in der Tat. Alles begann in Krakau, Schauspielschule. Dann Stanislavskis Avantgarde in Moskau. Rhythmische Übungen von Charles Dalin, aber auch in Japan, China und Asien generell habe ich viel Theaterquatsch gelernt und auch sogar von einem Deutschen, Bertolt Brecht. Sie sagen Theaterquatsch, meinen aber natürlich die nötige künstlerische Basis, auf der ein überaus talentierter Theaterhandwerker etwas Kongeniales aufbauen kann. Nein. Mit Quatsch meine ich den Überfluss in Theater als Institution und Materialschlacht im Theater als Spielstätte. Also die fetten Ärsche in Verwaltung und die glänzenden Perücken auf der Bühne. Oh, da habe ich wohl einen wunden Punkt erwischt, aber die Konsequenz aus der Überlegung ist nun mal das, wofür wir Sie alle bewundern. Es ist das arme Theater. Ja, das arme Theater. Wissen Sie, ich habe mir dann im Laufe der Zeit ein bisschen Überbau geschaffen, etwas dazu gedichtet, eine Gastprofessur hin, eine Intendanz her, ein paar Artikel in der Fachpresse, eine Dozentur. Aber eigentlich war die Mangelwirtschaft in Polen daran schuld. Ja, aber Herr Grotowski, was hat nun die polnische Mangelwirtschaft, auch wenn sie inzwischen legendär ist, mit ihren großartigen theatermethodischen Errungenschaften zu tun? Ja, wissen Sie, es gab halt nichts. Es gab kein Licht, es gab keine Requisiten, es gab keinen Fundus. Es war kalt, im Theater ungemütlich. Wir haben da gelebt, gespielt, gearbeitet, manchmal gekleidet. Und manchmal eben nackt, je nach der Lebenssituation. Tja, manchmal eben nackt und überwiegend leise kommt das Grotowski-Theater rüber, im Gegensatz zu dem deutschen Schreitheater. Ja, leise, weil wir einfach entkräftet waren und hungrig. Es gab wenig zu essen. Ja, das tut mir wirklich leid. Herr Grotowski, aber wie erklären Sie dann den Anspruch, der Schauspieler sei der Schöpfer, das Modell und die Schöpfung in einem? Was konnten wir machen? Kein Personal, alle müssten alles selbst machen. Kochen, einkaufen, aufräumen, spielen und auch beten. Aber wir waren keine Sekte. Keine Sekte, also dann hätten wir auch das Problem geklärt. Wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht nun das heutige Theater? Wissen Sie, Herr Grotowski, ich bin stolz, aber auch ein bisschen traurig und enttäuscht. Meine geniale Idee, das arme Theater, wurde so konsequent und gnadenlos umgesetzt, dass im heutigen Theater ein einziges künstlerisches Mittel geblieben ist, nämlich das Video. Naja, es gibt ja auch durchaus Theaterkritiker, die Videomaterial auf einer Bühne durchaus zu schätzen wissen. Herr Grotowski, die allerletzte Frage zum Schluss natürlich in Bezug auf Ihre Zukunft. Was ist Ihr nächstes Theaterprojekt? Ich arbeite an einer perfekten Bühnenillusion. 3D-Theater, eine Revolution. 3D-Theater, also bald von Herrn Jerzy Grotowski. Vielen Dank für das sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch, Herr Grotowski. Bitte.
Und natürlich auch vielen Dank an Sie. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, ein Gespräch mit einem interessanten Menschen. Nächste Woche ungefähr um die gleiche Zeit. Bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao und baba.